Servus und willkommen bei eurem Hapke und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man ein leckeres Kartoffelpüree macht. Wie es geht, bleibt dran und los geht's. Zuallererst benötigen wir selbstverständlich Kartoffeln dafür. Das sind ca. 1 bis 2 Kilo, je nachdem wie viele Portionen ihr machen müsst. Könnt ihr so ca. 200 Kartoffeln pro Portion rechnen, 250 Gramm. Die schälen wir uns alle. So wie hier zu sehen. Anschließend, beziehungsweise bevor wir anfangen zu schälen, könnt ihr euch schon mal einen Topf mit Wasser aufstellen, den sprudeln zum Kochen bringen, anschließend Salz rein und die Kartoffeln hinzugeben. Diese kochen wir dann schön weich. Sobald das Ganze aufgehört hat zu kochen, so circa 30 Minuten, könnt ihr die ruhig kochen, kurz ziehen lassen. Die sollten allerdings noch warm sein. Nicht zu lange im Topf mit Wasser ziehen lassen, da die sonst so eine Haut bilden. Und dann habt ihr nachher das Kartoffelpüree wie Kleister. Also da müsst ihr einen guten Moment abpassen. Nicht mehr allzu heiß, aber sie sollten noch warm sein, wie gesagt. Danach stellen wir einen Topf mit Milch auf, ca. 150 bis 200 Milliliter, je nachdem wie viel Kartoffeln ihr genommen habt. Gebt ein gutes Stück Butter rein, lasst euch da nicht irritieren, das war so ein halber Block noch, beziehungsweise so ein Viertelblock, sah mehr aus als es ist. Das Ganze salzen wir und reiben uns frischen Muskatnuss rein. Ihr könnt natürlich auch gemahlene Muskatnuss nehmen. Stellen das Ganze bei mittlerer Hitze auf und geben schon mal unsere Kartoffeln hinzu. Die sollten wie gesagt noch warm sein, dann lassen die sich besser durchdrücken und haben noch keine Haut gebildet. Das kann dazu führen, dass das Püree nachher so eine kleisterhafte Konsistenz bekommt und ein bisschen grisselig wird. Und das ist nicht schön im Mund. Das macht keinen Spaß, deswegen nicht allzu lange warten. Schön durchdrücken, ihr seht hier, es geht einwandfrei. Das Ganze schön durchmengen, bis ihr ein Püree bekommt. Sollte euch da jetzt zu viel Milch drin sein, beziehungsweise zu viel Flüssigkeit, alles kein Problem. Das kocht nochmal ein bisschen nach, beziehungsweise zieht nochmal ein. Das Ganze probieren und wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, könnt ihr auch schon anrichten. Ich habe hier jetzt einfach mal einen Spritzbeutel genommen. Ihr müsstet natürlich nicht so schön machen, ne? Ihr kocht für den Hausgebrauch, ich für ein Video. Es muss ja ein bisschen nach was aussehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Für Fragen gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Hapke ist raus und ciao.